Nur die grüne Tunika, finde ich gut. Ist quasi wie Glück gehabt. Aktuell haben wir nur, naja, die grüne, ich sag mal die gelbe. Ne? Kukiri-Tunika, sag ich mal. Hat sich das nicht geändert? Hat sich das nicht mal geändert? Wir füttern einen Fisch mit Fisch. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Wir haben da oben ganz viele Schalter übrigens. Oh, Schatzkisten. Ist das so hier so Glücksroulette? Hä, Alter, wie viele Schatzkisten? Was geht hier ab? So. Aua. Hallo. So, für den Dungeon ist, glaube ich, übrigens auch das Deku-Schild besser. Haben wir das überhaupt wieder? Ja, ich dachte schon, weil das war ja irgendwie auch mal verbrannt. So, wir haben noch weitere Schalter. Tür geht auf. Alter, wie viele Schatzkisten? Hä? Okay, ich glaube, wir haben alles gedrückt erstmal. Schauen wir mal. Die Dungeon-Karte, okay. Nehmen wir mit. Der Kompass. Und irgendwo war eine kleine Schatzkiste, so. Das Ding lässt mich aber nicht durch. Habe ich jetzt hier irgendwie noch einen Schalter übrig? Ja, der hier ist irgendwie noch oben, ne? Aber der hat gar nichts gemacht. Hä? Heilig Bällchen, ich wünschte dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Okay. Was können wir machen? Also so durchzurollen. Wow. Erstmal schön runtergeschwächt. Huh. Aber ja, das geht. Und der Fake Alkatzer, der verschenkt Mitgliedschaften. Yay. Vielen Dank, lieber Alkatzer. Oh, das war schlecht. Nein. Diese blöde Tür wieder zugegangen. Mann, ich wollte doch gucken, weil ich dachte, hier gibt es so eine kleine Schatzkiste. Aber das war jetzt richtig dumm von mir. Das war richtig dumm von mir. Das war das Dümmste, was ich machen konnte. Shit. Okay, warte, warte, warte. So, zack. So, was war für die Tür? Okay, perfekt. Ich gehe wieder zurück. Sorry, Leute, das war dumm von mir. Aber ich kriege ja keinen Schaden, ne? Kein Schaden, kein Schaden. So, okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Aber Herzchen, sehr gut. Ich höre eine Skulti, vielleicht oben. Okay, drüben haben wir einen Schalter. Da können wir lang oder nach unten. Ich gehe erstmal wie im normalen Spiel. Ich gehe erstmal hier lang. Danke, dass du das gemacht hast. Zack. Und Longshot. So, weiter geht's. Ich soll vielleicht ein bisschen Munition sparen, ne? Hallo, Prinzessin Rutoru. Na? Was geht? Hä, wer bist du denn? Junge, ich bin Ruto, die Prinzessin, Junge. Was, mein Vater sucht mich? Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wird denn jetzt auch gedreht oder nochmal gewartet? Also, das ist Alcazars Entscheidung, was er mit seinen Drehungen macht, ne? Ups. So, irgendwie ist die Bombengröße auch nicht so krass.
Also die Explosionsgröße ist nicht so krass. So. Okay, hier brauchen wir aber sowieso noch eine Öffnung. Da oben ist eine Kiste. Was zur Hölle? Aua. Die Fackel im Mund muss doch schmerzen. Die Fackel im Mund? Achso. Die Fackel, okay, verstehe. Wir haben hier eine Kiste, by the way. Und hier ist noch eine. Sprengbares? Hä? Ah, ich muss da hingucken, ne? Sonst sprengt der das nicht weg. Ist da ein Schalter drunter? Ja. Und da ist die Kiste wahrscheinlich, die soll ich auf den Schalter stellen, dann geht da hinten die Tür auf. Ich würde aber jetzt erstmal Ruto folgen, glaube ich. So. Oder hätte man die Kiste mit runternehmen müssen? Kann natürlich auch sein. Komm, setz dich hin. Würde ich tragen. Okay, wir haben da einen Schalter. Da haben wir eine offene Tür. Warum ist da ein Enterhakenpunkt? Muss man als Erwachsener nochmal hin? Ich denke mal, die haben das da einfach hingepflastert, weil es von der Größe her gepasst hat. Okay, verdammt. War da eine Skuldi jetzt oder so? Ich habe nicht gesehen. Ja, da hängt eine Skuldi. Okay. Komme ich aber aktuell noch nicht hin. Christopher, Eva möchte das Rad drehen. Okay. Wird gemacht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kein Schwert kann böse sein. Okay, alles klar. So, dann eben mal hier draufsetzen. Nun hasst er mich. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. So. Jo. Dann gehen wir mal durch, würde ich sagen. Weil mitnehmen kann ich es ja nicht. Das war doof, ne? Ich hätte die Kiste mitnehmen können. Ich glaube, das geht. Das ist die Chance auf weitere Minuten. Könnte sein. Oder ich krieg's irgendwie hin, dass ich ohne durchkomme. Mal gucken. Oh Gott, was war das denn? Hallo? Und bewegt sich gerade alles in Zeitlupe. Geh weg da. Hallo Kuh. Was ist mit der Kuh? Nein. Okay, warte mal. Gibst du mir ein bisschen Milch? Aber nur von vorne. Ich krieg nur von vorne Milch. Deine arme Frau wundert sich schon, warum du so lange streamst. Wo bleibt der denn? Er hat wieder so viel Scheiße gemacht im Stream. Er muss noch länger bleiben. Okay, wir kriegen erstmal eine neue Milch. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, so. Wir sind drüben. Frage, ist da ein Schalter drunter? Irgendwas ist da drunter, ne? Oder? Guck mal, da pulsiert auf jeden Fall irgendwas. Das ist wirklich schockierend. Ja, ich hoffe halt, ich muss hier nicht alle Gegner töten, weil, wäre schlecht. Ich glaube, ich muss Ruto mit hoch... Okay, doch, da ist ein Schalter. Ich glaube, ich muss Ruto mit hochnehmen. Vielleicht ein Schalter, vielleicht ein Raubstein. Okay, ist ein Schalter. Ein One-Shot und eine Schatzkiste. Wo kommt... Hä, wo ist die gelandet? Da drüben, okay. So, ist die Tür jetzt aufgegangen? Nee, ne? Die Tür ist auch noch zu. Ja. Okay, was muss ich mit der Tür machen? Da oben ist eine Skull, die habe ich gerade gesehen. Okay, wir holen uns erstmal die Schatzkiste. Grappelminen. Okay, das ist doch bestimmt ein Hinweis, oder? Grappelmine ist doch bestimmt ein Hinweis. Habt ihr Ideen? Meine Lieben? Ich kann auch mal meine Maske aufsetzen. Ich fürchte, man muss alle Gegner besiegen. Okay, dann wird es schwierig. Aber wir versuchen mal unser Bestes. So, warte mal. Können wir denn mit der Bombe was machen? Jo,
Okay, ich kann ihn mit der Bombe besiegen. Dann müssen wir das wohl zwangsläufig auch so machen. Das war schlecht. Wir haben ja Milch. Na, so ist ja nicht. Zack. So, bam. Zack. Da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob der noch läuft, aber vorhin war ein Tears of the Kingdom Stream, der sollte so lange gehen, bis 10.000 Rubine gefunden worden. Mit Start ein Rubin, okay. Der geht lange. Okay. Wir haben Krabbelminen bekommen, Leute. Das muss doch irgendein Hinweis sein, oder? Was meint ihr? Ja, das vielleicht auch mit der Schleuder. Ich weiß halt nicht genau, was ich machen soll. Bist du die Lösung? Ah. Wir müssen Kühe verhauen, Leute. Dass ich dadurch gleich drauf komme. So, eine Fee. Zack. Umweltfreundlich das Spiel. Auf jeden Fall. So. Dann können wir versuchen, da durchzutauchen. Ich wollte gerade schreiben, da hattest du schon die Lösung. Ja, Kühe verprügeln halt, ne? Man kennt's. Vielleicht beschwert sich Peter. So. Wer ist Peter? Wer ist dieser Peter? Peter Lustig? So. Ich glaube, wir müssen halt echt Dingenspups mitnehmen. Shit. Ah, shit. Wir müssen Ruto mitnehmen. Und ich glaube, wir müssen halt mit der Kiste nach unten. Mist, was mache ich denn jetzt hier? Okay, jetzt klappt's. Yay. Ja, ich glaube, wir müssen noch eine Runde laufen. Da war ein Schalter in der Kuh. Hat sie runtergeschluckt. Passiert manchmal, dass Kühe Schalter verschlucken. Also kein Schwert ist echt eklig. Das ist, vor allem, man fühlt sich immer so gedrungen, ne? Dass man irgendwie drauf schlagen kann. Bumerang noch nicht vorhanden. Nee, Bumerang habe ich leider noch nicht gefunden. Deswegen, viele Sachen kann ich auch noch nicht holen oder kann auch nicht stunnen, etc. pp. Komm schon. Ja? Nochmal? Nee. Okay. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich gehe mal kurz hier hoch. Oh Gott, ist er schnell. Sei doch nicht so schnell. Aua. Zack. Und dann jump ich mit der Kiste hier runter. Zack. Zack. Und jetzt können wir Rudel mitnehmen. So, Ruto, das ist wohl die Bitte für jemanden, das Rad zu drehen. Ach, alles gut. Ich komme klar mit meiner Lösung. Solange ich das Schwert nicht benutzen muss, ist alles gut. Das ist halt dann fies. Wenn man es benutzen muss, ist echt fies. Wenn es keine andere Variante gibt. Shit. Jetzt auch mal Deku. Ach, stimmt. Ich kenne ja Deku-Stücke. Ah. Sehr gute Idee. So, zack. Aber aktuell geht es mir eigentlich noch ganz gut. Aktuell bin ich komplett zufrieden. Ich würde mir aber nochmal neue Milch holen. Ich würde jetzt trinken, neue Milch holen, dann habe ich quasi wieder volles Leben. Obwohl, wir haben noch eine Flasche. Egal, nehme ich mir trotzdem mit. Genau, Stöcke sind auch stärker als das Schwert. Gehen halt aber kaputt. Relativ schnell. Aber das Gute ist, wir haben halt 20 Stück mittlerweile. Aua. So. Udo. Muss ich...
Hoffentlich muss ich hier mal einen Schalter betätigen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann, natürlich. Natürlich muss ich den Schalter betätigen. Aber. So, warte mal. Müsste doch auch so gehen, oder? Nicht? Nicht? Ist da nicht ein Schalter in der Kuh? Mann. Muss ich echt nochmal hochgehen? Und die Kuh vermöbeln. Dann werden wir mal das Rad drehen, wenn das. Wenn du das wünschst, Natsu. Also bitte, Zelda, Junge. Danke. Feuer frei. Rolle ist nicht. Hä? Okay, ich dachte gerade schon. Was ist denn jetzt los? So, ich darf nicht mehr. Vielleicht wird gleich gesungen. Nein, bitte nicht singen. Mein Hals. Ich weiß auch gar nicht, was ich singen soll. Weil wir haben halt nicht so coole Musik diesmal. Ne? Also nicht so eine Trellermusik. Das gibt viele Minuten der Trolle. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. So, hallo. Jetzt haben wir erstmal Rudo oben. Das zählt nicht. Also wirklich, es zählt nur, wenn ich rollen, wenn ich von mir selber rolle. Ich kann nichts dafür, wenn er abrollt beim Sprung. Dafür kann ich ja nichts. Scheiße. Nein! Du blöde Seifenblase. Mano. Die blöde Seifenblase. Okay, ihr legt das fest. Ihr macht unter euch aus, ob das zählt oder nicht. Ihr macht das unter euch aus, Leute. Shit. Nein. Nein. Ja. Super. Warum machst du eigentlich die Maske auf? Ich hab mega, mega Angst. Okay, sorry. Ich dachte, die gefällt euch. Dankeschön. Nach hinten fallen? Naja, eine Rückwärtsrolle, ne? Ganz kleine Rückwärtsrolle. So, warte mal. Rudo nehme ich jetzt erstmal hier mit hin. Aber. Jetzt hole ich mir eine Kiste. Die Killerspinne. Gott. Dülü. Wir sind bei 15 Minuten. Denke ich, oder? Es müsste noch zählen. 15 Minuten. Zack. Hä? 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 Was passiert hier? Ich kriege die Tür auf. Okay, warte mal. Das, was die alle umzubringen. So. Link wird von Spinnen verge. Ah ja. So. Okay. Die Kiste bringt nichts. Aber der Schalter bringt ja auch nichts. Hä? Hä? Hallo? Ich krieg die Kiste nicht mehr runter.
Jetzt. Vielleicht nur Ruto und die Kiste mit reinnehmen? Brauchst Link und Ruto. Ah ja. Nehme ich die Kiste mit, oder? Ah, okay. Und jetzt? Ah, okay, der bleibt... Ach so, der bleibt ja an. Das ist ja kein blauer Schalter. Stimmt. Mit Ruto zusammen draufstellt. Also solche Rätsel gab es aber auch noch nie, oder? Dass man noch nicht genug Gewicht hat. Ich glaube, das gab es auch noch nie. Oh. Wir brauchen den Feuerinferno. Wahnsinn. Wird benötigt. Doch im normalen Dungeon. Echt? Erinnere ich mich nicht dran, dass sowas gibt. Also zumindest, ich habe nicht in Erinnerung, dass es sowas gibt, dass du mit einer Kiste zu leicht bist. Das hatte ich noch nie.